Da, Carbon ist gerissen. Scheiße. Wenn ich hier schraube, kannst du immer ein bisschen was zu deinem Leo sagen. Unsere Abonnenten interessieren sich für dein Fahrrad. Für mein Fahrrad. Schon länger. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder eine Feierabendrunde auf unserem Homepage. Hier von Knacki. Ludicrous versus Turbo. Turbo, ne? Yeah. Nur 18 Newtonmeter mehr. Mach keine Chance da. Mit deinem Ludicrous gegen Specialized Turbo Levo. Vögel! Picker Trail! Mit Challenge-Kurve! Ja, ist an! Auf geht's! Vögel Picker Trail! Übelster Felgen-Picker-Trail. Ah, langsam, langsam, langsam. Ja, ja, ja. Ich hab's auch geschafft. Ja? Ja, ja, weil wir jetzt langsamer waren. Normalerweise ballern wir da immer rein. Ich auch. Ja, ja. So, für alle, die sich für Helden.de interessieren, für die Versicherung, haben wir eine kleine Info für euch. Und zwar haben wir uns jetzt erkundigt, Leasingräder können auch versichert werden. Genau, sind ab sofort anwählbar. Ja. Haben wir uns jetzt noch mal die Info eingeholt, wie Marcel schon sagte, und jetzt gibt es eigentlich nichts mehr, warum ihr das nicht abschließen solltet. Richtig. Das ist so. Habt ihr verschlissene Reifen? Helden.de. Habt ihr verschlissene Bremsklötze? Helden.de. Ist irgendwas kaputt gegangen? Helden.de. Also es gibt. Hat geklaut? Helden.de. Ganz genau. Also es gibt eigentlich. Specialized-Fahrer mit den Motoren. Ja. Specialized-Fahrer. Auf der Garantie. Helden.de. Genau. Also, seht zu, Jungs und Mädchen. Mädels. Burschen und Mädels. Haut rein. Code in der Videobeschreibung. 10%. Code blenden wir euch ein. Ist einfacher. Code wird eingeblendet. Er ist der Regisseur, ich bin der Macher. Ja, richtig. So. So, wir wollen uns einmal kurz bedanken. Wie wir vorhin erfahren haben. Tatsächlich heute. Heute, genau, haben wir heute erfahren, gerade, beziehungsweise haben wir erfahren, dass mittlerweile 20 Verträge von Helden.de über unseren Code gegangen sind. Genau, über unseren Code gegangen sind. Echt geil. Ihr werdet es nicht bereuen, Leute, definitiv nicht. Ich hab's auch, mich hört es auch und diverse andere Kollegen von uns haben es auch. Und ja, ich bereue nicht einen Cent davon. Weil das Geld durch meine defekte Felge letztes Mal habe ich schon wieder drin jetzt. Also, wenn man viel fährt, gibt es auch viele Schäden, viel Verschleiß. Dementsprechend lohnt sich das schon. So, möchtest du mal sagen? Noch zu ballern. Wir ballern jetzt noch ein bisschen, bis gleich.
Büschen hier, ey. Man sieht nichts. Drecksrinne schon wieder, so herbe geworden, ey. Boah! Ja, ja. Hässliche Scheiße, ey. Junge, Junge. Biker. Bikerbox. Bikebox. Oh. Ja. Alles eingestaubt, ey. Was machen? Guck was. Nur noch eine Rinne hier, Alter. Alles nur noch eine Rinne. Leck mich am Arsch, ey. Scheiße. Rinne. Boah. Alter. Verdammte Hacke. Was ist das denn hier? Abkürzung. Gar nichts. Krasse Scheiße. Boah, Junge! Und wenn du da einen Staubteppich hast, ja, siehst du gar nichts. Ja, ich habe nichts gesehen. Das Wind. Scheiße. Boah, mein Rad braucht echt einen Service, ey. Wenn du hinten mit dem Ding fährst, ist das schön auseinander. Klapper, 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 knatsch, knatsch, Alter, ich hab irgendwie das Gefühl, das Vorderrad ist nicht fest.
bin schon ein paar Mal gefühlt gerade. Steuersatz, das ist hier, als ob Steuersatz los ist. Ja. Ist auch. Hat sich gesetzt. Ja, Marcel. Wenn ich hier schraube, kannst du immer ein bisschen was zu deinem Leo sagen. Unsere Abonnenten interessieren sich für dein Fahrrad. Für mein Fahrrad. Schon länger. Bist zufrieden, ne? Ich bin sehr zufrieden. Wartet. Ist es denn die erwartete Ballermaschine? Ja, ich kann damit sehr gut ballern. Wie mit dem Kenevo. Ich habe verbaut eine Öhlins-Coil, reine Coil. Genau, hör mal, wir haben einen Abonnenten gehabt, der wollte noch was zu der Öhlins-Coil wissen. Habe ich das nicht beantwortet? Nee, wir wollten im Video dazu was sagen. Okay. Öhlins RXF 36 Coil. 160 mm, 170 mm ist unfahrbar gewesen bei dem Fahrrad. Unfahrbar. Habe ich null Traktion am Vorderrad gehabt. Null. Ich weiß auch nicht warum. Dann das ganz Wichtigste hier. Ich fahre Coildämpfer mit 165 mm Hub dank dem Cascade Link. Normalerweise hat das die Levo ja 150 mm. Aber durch den Cascade Link und Geometrieverstellung bleibt, die Geometrie bleibt genauso wie beim 150 mm. Nur ich habe 165 mm. Ganz wichtig ist, du bist Stahldämpfer gefahren mit der Original Öhlins-Feder. Warum bist du ja, genau, auf die, ja, richtig, ja, auf genau. Die Feder gegangen? Genau, ich habe jetzt die Spindex-Feder, die ist nämlich progressiv. Und die Original Öhlins-Feder, die ich drin hatte, die hat. Die war zu linear, was war das? Zu linear und die hat mit dem Hinterbau nicht harmoniert. Genau, also der hat mich so weggekickt immer. Also der hat übelst einen Rebound gehabt. Deswegen musste ich jetzt eine progressive kaufen. Und astrein die Feder. Und das Geile ist bei dieser Feder hier, die ist von 510 bis 550 Lips, kann man die einstellen. Also einmal diese Feder gekauft. Kann man fett werden, kann man abnehmen. Alles kein Problem mehr jetzt. Oder für den Normalo, wenn du mal einen schweren Rucksack dabei hast. Ja, genau. Dann kannst du das anpassen. Richtig. Wenn du merkst, die Feder ist zu weich, machst du sie härter. So, dann machen wir noch mal ein bisschen Werbung für die Santa Cruz Felge hinten, weil ich bin ja totaler Fanboy. Ja, hier Fanboy, pass auf, ich zeig dir Fanboy. Passt das? Ich hab das noch nicht gesehen. Hier, Leute. Hier, genau das. Da, Carbon ist gerissen. Ist gerissen. Und wie viele Kilometer fährst du jetzt mit einer gerissenen Felge? Ich fahre jetzt schon seit 300, 400 Kilometer mit der gerissenen Felge. Aha. Interessiert mich aber nicht. Weil? Santa Cruz interessiert das nicht. Ist Santa Cruz sowieso nicht, die Pisser. Die nehmen sich nichts davon an. Da ich nicht der Erstbesitzer bin, kriege ich kein Crash Replacement, sondern nur die Erstbesitzer. Weil es momentan Mangelware ist. Ja, auf jeden Fall habe ich den Riss kontrolliert hier. Der reißt nicht weiter, deswegen fahre ich die Felge weiter. Erstmal. Ist natürlich kacke, weil ich kann nicht mit Tubeless fahren, da verliert er sofort die Milch. Ja, so, das war's. Mehr geht's nicht zu sagen. Ja, Reichweite auch super, ne? Achso, ne, Geometrie muss ich noch kurz sagen. Okay, ja. Hier bin ich in Low, Hinterbau in Low und vorne habe ich minus 1 Grad. Habe ich gemacht. Also ich habe vorne jetzt, was habe ich jetzt? 64,5, ne? Nee, 63. 63,5. Okay. Also das Flachste, was geht vorne und so das Flachste, was geht hinten. Also wir haben eigentlich exakt so, ja. Ich habe 1 cm vorne mehr und 5 mm weniger hinten als du. Ja. So kann man das sagen. Ich habe 170, 160. Ja. Also für mich war der größte, das was ich am meisten gemerkt habe, der Golden. Ja, ist so. Ey, ohne Scheiß. Macht das Fahrrad anders, ganz anders. Viel mehr so. Vertrauen. Ja. Nächste Mal dann kurzes Feedback zum Rocky. Auf jeden jetzt. Fall, wenn ich schon mal vorwegnehme, bin sehr zufrieden. Jetzt gibt's Bier. Bier? Ja. Wo? Weiß ich nicht, müssen wir gucken. Wir können doch nicht einfach ohne Bier Fahrrad fahren hier.
Diese kleine Scheißschicht, das ist eklig. Ja. So. Bye bye, Alter. Auf in den Rinden Trail. Diese fucking Rinne hier, Alter. Junge, 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 Alter, das gibt's gar nicht. Wird immer schlechter, ey. Nee. Katastrophe, ey. Aber so eine richtige Katastrophe. Steil ist geil. Jetzt kommt steil ist geil. Hier ist schon sehr steil. Je nach der Kuppe erst kommt das. Steil ist geil. Auf geht's. Steil ist geil. Steil ist geil, Alter. Juhu! 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 Wie unten! Nice, Junge! Komm! Komm gar nicht zum Stehen. Hat deine Bremse noch funktioniert? Ja. Nein, nicht mehr. Ne? Ja, also ich wäre nicht mehr zum Stehen gekommen. Das ist steil. Das ist steil, ja. Oh, du bist da oben so reingerollt. Ich glaube, das war's. Das ist Gott sei Dank der Anlieger, wo ich mich so habe, kann ich mich reinfahren lassen. Sonst wäre ich auch weg gewesen. Wenn der Anlieger nicht ist, dann kannst du vergessen da oben. Da ist nichts hier, Dingens, Belgien oder so. Das ist schon das Steilste, was ich kenne hier. Das ist definitiv. Ah, ich bin runtergekommen. Los, da lang. Einfach rein! Ralle, ohne anhalten! Boah, da war ein Klotz, ey! Was ist? Was ist? Wo? Gequetscht? Irgendwo. Ja? Scheiße, Alter. Hört nicht auf, ne? Ne. Boah. Da bestimmt dieser Stein, der rausguckt. Oh, ich war so schön im Klo, Alter. Wie froh ich die Schuhe an habe mit der dicken Kappe, ey. Ja. Ehrlich, ey. Thank you.
Ja, was haben wir denn? Habe ich noch gar nicht geguckt. Ich glaube 1200 Höhenmeter für Feierabend. Alles im Turbo. Zack, zack. Ratzfatz. Über 12 Trails gemacht. Wunderbar. Ja. Kilometer. 43 Kilometer. Wunderbar. So. Warte, der muss ich noch anziehen, der Dicke. Da ist er fertig. Ciao. Die gibt es schon gar nicht mehr hier. Die gibt es, glaube ich, gar nicht kannst mehr. Kannst du schon durchstreichen hier. Die gibt es auf jeden Fall noch. Aber die kannst du durchstreichen. Kannst du schwarze Flicken drüber machen. So, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ja? Ich hasse sie, die Kurve hier. Los geht's! Schon wieder! Ja, da glaube ich. Boah.